du mir darüber? Ja, wunderbar. Und du bist der Mami. Die Beine lässt du für den Mami. Tischlerei, Schreinerei, die Tochter ist unsere Architektin bei dem Bauvorhaben. Wie lange habt ihr jetzt umgebaut? 5 Monate und 17 Tage. Sicher doch. Der Malermeister Gerard. Außen? Vom Tegernsee, vom schönen Tegernsee. Do you remember? I remember too. Hände! Heinrich, gib Gas! Gib Gas, Heinrich! Für Nietzsche gib ein Himmel aus und gib den letzten Pfennig aus. Weil ich die Wort. Er hat mich früher immer für die Fernsehsendungen fit gemacht und frisiert und am Frankfurter Flughafen auch richtig eingekleidet und eingestylt und weiß Gott, was alles gemacht. Und ich habe festgestellt, dass du mit deiner Frau am Tegernsee wohnst, dass ihr in Rottach seid, lieber Jürgen Tröntle. Das ist wahnsinnig lustig, dass sich hier Kreise schließen. Aber du darfst nachher gleich rein. Eins mache ich noch. Man hat ja doch immer wieder auch unterschwellig gehört die letzten Jahre, die Übernachtungszahlen gehen zurück. Wir müssen unbedingt neue Hotelprojekte anschieben. Wir müssen schauen, dass neu gebaut wird, damit die Leute wieder an den Tegernsee kommen. Und ich finde eigentlich das, was Positives an dem Projekt von Herrn Paul, er nutzt ein Bestandsobjekt, das in die Jahre gekommen ist, das natürlich auch aufgrund eines gewissen Investitionsstaus brachgelegen ist und hat sich mit dem nötigen unternehmerischen Mut, aber auch, ich möchte es nur mal betonen, mit dem richtigen Konzept daran gewagt. Und das, glaube ich, ist das Positive. Ich muss nicht die Landschaft verbauen, ich muss nicht zwangsweise was Neues machen, wenn so viel da ist, das quasi da steht und das wiederbelebt werden muss. Und das ist das, was ich betont habe, das ist das, was ich auch hervorheben möchte. Und da möchte ich Ihnen ganz herzlich dazu gratulieren. Und ich möchte vor allen Dingen auch den Herrn Eichel ermutigen, dass Sie auch in dieser Größenordnung, Sie sagen, mit der Zimmeranzahl ist es problematisch, Sie sind genau in dem Bereich, wo vielleicht noch 3, 4 Geburtstagen, dass man auf einem normalen Niveau betriebswirtschaftlich gesehen das Ganze rentabel bewirtschaften kann. Aber ich glaube, wenn man das mit Herzblut macht und wenn man dann auch die richtigen Gäste hat, an diesem wunderschönen, exponierten Ort, dann denke ich, wird das auch Erfolg bringen. Und da wünsche ich Ihnen wirklich alles Gute. Und wie gesagt, den Segen der Gemeinde hatten Sie ja insofern schon, dass wir auch auf unserer Bauausschusssitzung eine Satzungsabweichung genehmigt haben. Es hat einen Flachbau dazu gegeben. Da waren also früher Seminarräume untergebracht. Da hat man es ermöglicht, dass man Zimmer einbaut. Und Sie haben es ja schon gesagt, Herr Paul, in einem zweiten Umgriff planen Sie auch das ehemalige Schwimmbad, das ja ein enormer Energiekostenfaktor ist, umzubauen in wiederum Seminarräume. Und ich glaube, dann können Sie ja kleine Tagungen anbieten. Sie können quasi alles im Haus erledigen. Und ich denke, das ist durchdacht und das wird mit Sicherheit auch Erfolg bringen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle alles Gute. Ich wünsche uns jetzt alle noch einen schönen Sonntag. Es ist ein bisschen windig, wir sind da auf der Nordseite, aber ich glaube, wir halten das aus. Die Musik spielt, der Herr Blümer bewirtschaftet das Ganze. Macht es euch noch schön. Und wie gesagt, Ihnen, Herr Paul, viel Erfolg und alles Gute. Herzlichen Dank.